Ich habe jetzt in ganz kurzfristiger Entscheidung entschieden, dass ich für euch einen kleinen YouTube, Facebook, Five-Channel eröffne. Und zwar haben wir folgende Thematik, dass ich ja über die Tage sehr, sehr viele Fragen immer wieder reinbekommen, was darf ich mit Five machen, wie gehe ich mit dem und jenem Patienten um, die und jene Problemstellung. Und ich glaube einfach, dass für alle Five-Anwender, Beweglichkeitstrainierende, Trainer und so weiter, diese Antworten eigentlich immer gleichermaßen wichtig sind. Und ich werde jetzt in Zukunft die Fragen, die so reinkommen, gerne auch Fragen unter dem Video stellen, bei Facebook und so weiter, jederzeit einfach über Videos, so oft es geht, immer wieder mal zwischendrin beantworten, dass ihr da alle dieses Wissen einfach nutzen könnt. Und wir sind heute jetzt gerade hier beim schönen Meet the Top in Mallorca. Gerade eben kommt tatsächlich mal ein bisschen die Sonne raus, falls euch wundert, dass wir hier rumhängen. Wir arbeiten hier tatsächlich, wollte ich nur mal anmerken, besonders für meine Geschäftspartner, wir arbeiten gerade. Ich habe ja heute zwei Fragen, die ich gerne beantworten möchte. Frage Nummer 1 kommt aus Weimar vom Andreas, und zwar hat der ein Mitglied, ich blende euch nachher in das Video das Foto davon ein, hat der ein Mitglied mit einem ganz massiven Bandscheibenvorfall. Die man auch auf dem Foto richtig schön sieht. Also ihr seht nachher, wenn ich euch das eingeblendet habe, da so einen richtig fetten, breitbasigen Bandscheibenvorfall. Und sein Arzt hat ihm im Endeffekt verboten, Five zu machen. So, das ist natürlich eine Frage, die uns oft begegnet, oft beschäftigt. Darf ich mit solchen Akutfällen Five machen? Grundsätzlich kann ich das ganz klar mit einem Ja beantworten. Also ihr müsst euch vorstellen, das Five-Konzept ist eigentlich genau aus dieser Thematik raus entstanden. Der Christoph, mein Partner, der Schreiner, der war wegen so einem massiven Bandscheibenvorfall beim Dr. Packi damals, hat sich behandeln lassen und musste genau Hyperextensionsübungen über einen Baumstamm rüber machen. Um diesen Bandscheibenvorfall wieder zu heilen. Das ist also absolut die Geschichte, die wir täglich in der Praxis erleben, dass Bandscheibenvorfälle, auch schwere, sich über gezielte Mobilitätsübungen wieder in der Wirbelsäule langfristig heilen lassen. So, natürlich müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn der Arzt sagt, man darf das absolut nicht, dann, wie soll ich sagen, untergraben wir da die medizinische Diagnose, und das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das heißt, sprecht mit den Leuten da gut, klärt ab und trainiert bitte mit den Menschen, die betroffen sind, vorsichtig, tastet euch langsam ran, aber Fakt ist, wir müssen immer wieder so früh wie möglich mobilisieren. Das sagen nicht nur wir, sondern auch die führenden Ärzte in diesem Bereich. Es bringt nichts, ruhig zu stellen, irgendwie abzuwarten oder zu schauen, bis das Wetter besser wird, sondern wir müssen mit den Leuten arbeiten, sie wieder mobilisieren, Beweglichkeit reinbringen, sodass das System um den Bandscheibenvorfall, die ganzen Muskeln, die ganzen Faszien wieder weich werden, wieder beweglich werden, sodass der Mensch wieder gesund funktionieren kann. Also Andreas, bitte versuch mit deinem Menschen bei dir im Studio auch mit diesem schweren Vorfall zu trainieren. Ganz kurz nochmal zu diesen Bildern einen Satz. Es ist so, dass wir uns von diesen Bildern, geht auch mir so, manchmal etwas beeindrucken lassen, weil die sehr fatal aussehen. Man denkt dann, oh Gott, wenn der sich jetzt nochmal nach hinten bewegt. Dann quetscht da irgendwie den Vorfall ab oder sowas. Dadurch, dass wir aktiv beim Five arbeiten, sind die ganzen Tiefenstrukturen, Multifidi, Rotatoris, wie sie alle heißen, die Tiefenmuskeln, aktiv, schützen dieses System, und unser eigenes Schmerzempfinden schützt uns eigentlich davor, dass wir zu weit gehen. Also wenn ihr mit den Leuten, so wie ich es euch gezeigt habe, trainieren, Stück für Stück mit denen arbeitet und übt, werdet ihr ja keine Probleme kriegen, sondern den Leuten sehr gut helfen können. So, Frage Nummer 2, die ich noch klären möchte, kommt auch von einer Betreiberin, die mit uns zusammenarbeitet, die jetzt mit Five neu angefangen hat und die selbst jetzt vom Five-Training Hüftschmerzen, Rückenschmerzen gekriegt, so eine klassische Erstverschlimmerung. Möchte ich eins dazu sagen am Anfang, wenn man euch Patienten oder ihr selber von Hüftschmerzen sprecht, die Hüfte, die sitzt da. Ja, also ein Hüftschmerz wäre da. Wenn wir Schmerzen irgendwo hier haben, dann ist das alles möglich, aber bitte kein Hüftschmerz. Also das ist dann ein Arschschmerz, ein Gluteusschmerz, nennt es wie ihr wollt. Aber es hat mit der Hüfte eigentlich nichts zu tun. Und solche Reaktionen können beim Five oder bei jedem Beweglichkeitstraining anfangen, weil ihr natürlich am Anfang sein, weil ihr natürlich an die Ursachen rangeht, wo die Spannungen sitzen, warum dieser Mensch Schmerzen hat oder latent immer ein Problem hat. So, und wenn ich da anfange dran zu arbeiten und zu trainieren, dann kann es immer erstmal so eine Erstverschlimmerung geben, weil ich eben an der Ursache anfange, was zu bewegen.
Und der Körper möchte immer in so einer Komfortzone bleiben und immer gleich irgendwie dahin arbeiten. Und wir müssen anfangen, dieses Muster wieder aufzubrechen. Und das ist manchmal damit verbunden, dass es erstmal schlechter wird. Das heißt, ihr müsst die Leute weiter ermutigen, was immer Sinn macht, erstmal die, die Übung nochmal anzupassen, auch den Kunden zu fragen, das Mitglied zu fragen, welche Übung macht ihr denn Beschwerden? Also einfach auch mal reinhorchen, vielleicht mal am Anfang was weglassen, eine Übung, die besonders Stress macht. Denkt auch immer an Abwandlungen, zum Beispiel den Hip Mover mal mit einem Bein nur zu verwenden. Also Dinge zu finden, wie ich schon mal dran arbeite am Problem, aber diesen Menschen abhole, wo er gerade steht. Ja, also überfordern wird immer mehr Schmerzen machen. Zur Not erstmal reduzieren und ganz oft ist eben so, dass am Anfang die Menschen zu viel machen und dass wir als Trainer natürlich auch denken, oh, das wäre noch gut für den und das wäre noch gut und das wäre auch noch toll und dann in Summe zu viel machen. Also versucht am Anfang, wenn es mal nur 3 Übungen sind, langsam ranführen, die passenden Übungen aussuchen und bitte die richtige Intensität. Nicht zu viel am Anfang. Und wenn ihr merkt, ein Kunde hat Schmerzen oder ein Mitglied kommt zu euch und sagt, oh, ich hatte 3 Tage Stress nach deinem 5-Training, dann macht ihr mit diesen Menschen im Moment zu viel. Also dann bitte zurücknehmen das Training, weniger machen. Wir haben Zeit genug, das Problem ist auch nicht in einem Tag entstanden. Also versucht es bitte auch nicht in einem Tag zu lösen. Das finde ich so die wichtige Aussage, wenn es um Menschen geht, die anfangen, Status bestimmen und dann da abholen und das richtige Intensität. Das waren mal die 2 Fragen, die ich heute klären wollte. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit 5 und sonstigem Training und wir genießen noch ein bisschen die Sonne hier und machen dann noch ein paar Termine mit potenziellen weiteren 5-Kunden. Schauen wir mal. Tschüss!